So, in diesem Algorithmus-Video zu euklidischen Ringen und genauer zum euklidischen Algorithmus spielen wir einmal den euklidischen Algorithmus relativ abstrakt durch. Und wie sieht also der Algorithmus aus? Naja, was sagt der Satz aus? Der Satz sagt aus, wenn wir immer wieder Division mit Rest machen, wobei, also beziehungsweise nochmal die Situation, wir wollen A und B, wir haben A und B, wollen die GGT von A und B berechnen, B ist dabei nicht 0, und eine Besuderstellung vom GGT von A und B bekommen, das heißt Lambda A und Lambda B geschenkt bekommen, sodass wir den GGT haben als Linearkombination von A und B mittels der Koeffizienten Lambda A und Lambda B. Naja, und der Satz sagt aus, naja, wenn wir diese Matrizen in jedem Schritt einfach setzen und am Ende aufmultiplizieren, können wir einfach die erste Zeile hier oben wählen, als den linken Einteil dann als Lambda A und den rechten als Lambda B und sind durch. Diese Matrizenmultiplikation ist, ja, kann man auch durchführen, beziehungsweise kann man in jedem Schritt automatisieren. Das bedeutet, wir werden jetzt wie folgt vorgehen, um das Ganze zu automatisieren. Wir starten also mit A und B und schreiben erstmal 1, 0, 0, 1. Ja, das ist so, als ob man als ersten Schritt nochmal hat, hier als nullte Matrix 1, 0, 0, 1, da passiert ja nichts, sondern steht hier nur A, B. Dann hier einfach das hier hingeschrieben. So, im ersten Schritt wird jetzt ja A genommen und von A wird abgezogen B mal Q1. Ja, das ist genau das, was hier steht. Ja, also A ist gerade gleich Q1 mal B, das ist dann in dem Fall R0. Also R minus 1 ist gleich Q1 mal R0 plus R1. Ja, das umgestellt bedeutet R1 ist gerade gleich das A minus Q1 mal B. So, das heißt, wir nehmen im Grunde, was wollen wir machen? Wir nehmen also A und müssen von A Q1 mal B abziehen. Das heißt, wir nehmen einfach Zeile 1, das ist auch das, was im Grunde hier eigentlich passiert, fast. Wir nehmen Zeile 1 und ziehen davon Q1 mal Zeile 2 ab und bekommen ja genau dann R1 im ersten Schritt. Ja, das heißt, hier oben kommt wirklich R1 raus, nochmal nachvollziehen. Naja, wirklich, hier steht A minus Q1b, A ist R minus 1, B ist R0, das heißt, hier ist genau die erste Formel für R1 stehend. Okay, soweit so gut. Das müssen wir natürlich aber hier auf der Matrix mitmachen. Wir bekommen dann hier 1 und minus Q1, 1. So, das ist jetzt fast die Matrix, die hier steht, nur dass Zeile 1 und Zeile 2 vertauscht sind. Man müsste jetzt also noch die Zeilen eben vertauschen, was auch Sinn ergibt, weil wir in jedem Schritt immer den kleineren, sozusagen den Betrags- oder den gradmäßig kleineren Wert hier oben haben, also Rn minus 1. Das heißt, das B müsste im nächsten Schritt hier oben hin, das R1 nach unten hin, das einfach nur Zeilen vertauschen, dann haben wir auch genau die Matrix, die hier steht als erstes. Aber, naja, diese Zeilenvertauschung ist halt schön für diese Gleichung hier aufzuschreiben, aber praktikabel macht es halt keinen Unterschied, ob wir jetzt weiter so vorgehen, dass wir einfach nur R1 durch B teilen und dann nach unten hin die Zahlen verrechnen. Ja, das heißt, das werden wir auch im Folgenden tun. Das heißt, wir bekommen nicht genau die Matrizen, die hier stehen, sondern sozusagen jede zweite Matrix, Matrizenprodukt hier ist das gleiche. Naja, bedeutet, was passiert im nächsten Schritt? Naja, da gehen wir die Formel weiter durch. Jetzt müssen wir ja, jetzt haben wir R1 und R0, wenn man so möchte. Jetzt wollen wir R2 berechnen. Wie bekommen wir R2? R2 bekommen wir hier, indem wir R0 minus Q2 mal R1 rechnen. Das heißt, wir nehmen B, das ist das hier, minus Q2 mal R1 ist da oben. Das bedeutet also, wir müssen die Zeile 2 nehmen und von ihr Q1 mal Zeile 1 abziehen. Das heißt, Zeile 2 wird zu 2 minus Q2, ich habe gerade Q1 gesagt, Q2 mal Zeile 2. Naja, dann verrechnen wir das. Hier kommt dann wirklich R2 raus, und das ist ja genau die Formel, die hier herauskommt. Jetzt müssen wir aber noch Q2 mal diese beiden Einträge nehmen und hier abziehen. Hier steht 0, das heißt, kommt einfach minus Q2 raus an der Stelle. Und hier steht ja schon Q1, das heißt, minus minus wird plus, kriegen Q1 mal Q2 und addieren das auf 1, kommt dieser Wert raus. So, das sind die ersten beiden Schritte. Und jetzt haben wir wieder oben den größeren Wert und müssen jetzt den unteren von dem oberen wieder Division mit Rest da durchführen. Das heißt, wir haben wirklich eigentlich, wenn wir die ersten beiden Matrizen hier nehmen und aufmultiplizieren, kriegen wir genau diese Matrix hier raus, weil die Vertauschung ja hier nicht notwendig ist. Naja, aber so gehen wir immer weiter vor,
Und in den Zwischenschritten sieht das dann irgendwie so aus, dass wir irgendwelche Werte hier Alpha, Beta, Gamma, Delta haben, die sich dann hier wie folgt immer weiter so ergeben. Und dann haben wir hier Rn-2 und Rn-1. Es könnte auch andersrum sein, je nachdem wie n jetzt beschaffen ist und weil wir keine Zeilenvertauschung vornehmen. Und was würde im nächsten Schritt passieren? Naja, im Allgemeinen ist es dann einfach weiter fortgehend wie hier oben. Wir müssen also jetzt Rn bestimmen. Für Rn müssen wir Qn bestimmen. Qn ist ja gerade der, wir nehmen also Rn-1, teilen es durch Rn-2, kriegen Qn und Rn. Ja, das heißt, wir nehmen Rn ist gerade gleich Rn-2 minus Qn mal Rn-1. Wir müssen also die erste Zeile nehmen und von ihr Qn mal Zeile 2 abziehen. Zeile 1 wird zu Zeile 1 minus Qn mal Zeile 2. Das heißt, dann bekommen wir wirklich diese Formel hier oben raus, beziehungsweise das hier oben raus ist gerade gleich Rn. Und das müssen wir aber hier links auch weiter durchführen. Das heißt, wir nehmen hier die zweite Zeile, so Lambda, nehmen wir Lambda mal Qn und Delta mal Qn und ziehen das von den obigen Werten Alpha und Beta ab, kriegen also Alpha minus entsprechend Qn mal Gamma und Beta minus Qn mal Delta. Ja, und so geht der Algorithmus immer weiter. Das ist also quasi in einem beliebigen Schritt. Sieht das dann so aus und dann gehen wir immer weiter und immer weiter vor. Und irgendwann sagt der Satz ja, naja, irgendwann muss das hier 0 werden. Muss der Wert hier unten 0 werden, beziehungsweise bei uns kann es hier unten 0 werden, beziehungsweise oben 0 werden, weil wir keine Zeilenvertauschung vornehmen. Aber OBDA nehmen wir mal an, wir haben jetzt oben hier, unten die 0 rausbekommen in einem bestimmten Schritt. Das ist ja aber gerade gleich unser Rn0. Und das Rn0-1 steht dann ja da drüber, beziehungsweise da drunter, je nachdem, wo die 0 halt rauskommt. Und das ist dann der GGT von A und B oder ein GGT von A und B. Und die Bezout-Koeffizienten Lambda A und Lambda B, wie sie hier oben stehen, bekommen wir einfach hier drin, weil hier vorne, weil das dann genau das Produkt dieser Matrizen ist, beziehungsweise wenn der Wert hier unten, also 0 hier oben steht, dann ist das fast dieses Matrizenprodukt, es fehlt dann nur eine Vertauschung, aber dann steht trotzdem Lambda A und Lambda B hier unten an der Stelle, können wir einfach von hier unten nehmen. Genau, und damit haben wir es, damit haben wir also, dass der GGT sich berechnen lässt, indem wir diesen Wert hier nehmen, dass der GGT und R ist gleich Lambda A mal A plus Lambda B mal B. Und das sind gerade diese Lambda A und Lambda B. Und damit ist alles abgearbeitet. So funktioniert der Algorithmus im Allgemeinen. Der entscheidende Schritt ist natürlich dieser Zwischenschritt. Was ist der entscheidende? Der abstrakte Schritt ist dieser Schritt dazwischen. So geht das hier immer an der Stelle. Und man sieht es aber auch schon in den ersten Schritten, was eigentlich passiert. Okay, dann schaut euch noch die Beispielvideos an, wo dann dieser Algorithmus allgemein durchgeführt wird, sozusagen in seiner Implementierung, wie er jetzt hier gegeben ist und nicht durch das Produkt der Matrizen. Okay, alles klar.